Herzlich willkommen bei den Low Carb Goodies to Go, meinen wöchentlichen Tipps um gesunde, artgerechte und individuelle Ernährung. Mein Name ist Daniela Pfeiffer, ich bin Diätologin und spezialisiert auf Low Carb ketogene Ernährung in Kombination mit der traditionellen chinesischen Diätetik. Mit dem gestrigen Mondwechsel hat ja nun die Dojo-Zeit für den Frühling begonnen. Wie letzte Woche schon erwähnt, eignet sich diese Zwischenjahreszeit besonders gut, den Körper von der einen zur anderen Jahreszeit zu stärken und vorzubereiten. Diese Dojo-Zeit zum Frühling ist besonders für Ausleitungstage, dem Umstieg von Winter zu Frühlingsernährung, der Leberentgiftung und Stärkung und zum Ankurbeln der Stoffwechselfunktionen, der Immunabwehr und der Fettverbrennung geeignet. Schon traditionell sind bei uns sogenannte Schalttage bzw. Kurtage im Frühjahr üblich. Die heurige Fastenzeit vor Ostern steht ja kurz bevor. Was kann man nun vernünftigerweise für den Körper zu dieser Zeit machen? Ich möchte hier nur mal ein paar Varianten, also wenige Varianten und deren Wirkung aufzählen. Jeder hat ja unterschiedliche Vorlieben, Bedürfnisse, aber auch unterschiedlich Zeit für Kuren. Mein Tipp ist es, mal zu Beginn einer Ernährungsumstellung einen Ausleitungstag oder auch zwei mit Bitterstoffen zu machen. An diesem Tag werden ausschließlich möglichst suppig gekochte Bittergemüse gegessen, wie Artischocken, Radicchio, Chicorée, Rucola, auch Kaffiol, Blumenkohl und Kohlsprossen, also Rosenkohl, passen da gut dazu. Ich würde einen großen Topf Kaffiolsuppe bereiten und pro Mahlzeit, also eine Portion kurz erwärmen und da geschnippelten Rucola, Radicchio oder Chicorée einfach unterheben. Zusätzlich schmeckt noch ein Kompott aus Rosé-Grapefruit herrlich und ist auch bitter. Die Grapefruit kann man auch kurz im Backrohr überbacken, also halbieren und dann überbacken, das schmeckt auch sehr gut. Als Gewürze passen sehr gut Thymian, Rosmarin und Kurkuma. Und natürlich etwas unraffiniertes Salz ist überhaupt kein Problem. Diesen Bittertag kann man dann auch noch unterstützen durch einen Liter Bittertee. Einfach in der Apotheke nach einem guten Leber-Gallentee fragen, die sind alle immer bitter. Wichtig an so einem Ausleitungstag sind außerdem Ruhe, Entspannung, eventuell ein Mittagsschlaf und Spaziergang in der Natur. Möglichst am Vormittag und am Abend eventuell ein Leberwickel mit Heublumen oder Leinsamen. Oder einfach nur mit einem feuchtheißen Tuch so eine Art Dunstwickel machen. Je nach Grundproblematik schließt man dann an diese Ausleitungstage, zum Beispiel die Hafertage nach Dr. Norden an oder Ausleitungstage nach der DCM mit Reis und Gemüse. Die Hafertage sollte man unbedingt machen, wenn man eine Fettleber hat oder eine Tendenz zur Fettleber hat, eine Insulinresistenz hat, Typ 2 Diabetiker ist oder auf dem direkten Weg dorthin zum Typ 2 Diabetiker ist. Sie sind ein altbewährtes Hausmittel. Einen genauen Anleitungsfilm gibt es von mir auf meinem YouTube-Kanal unter Hafertage. Einfach Hafertage und meinen Namen eingeben in die Suchfunktion. Ich bin da so ziemlich weit oben gereiht. Die Reistage nach der DCM sind wunderbar zum Ausleiten von Wasser, Schlacken, erleichtern bei Völlegefühl und Gedunsenheit. Dabei isst man gekochtes Gemüse, zum Beispiel als Gemüsesuppe mit viel frischen Kräutern, Sprossen, Keimlingen und ein paar Esslöffel gekochten Reis einfach mit hineingeben. Man isst sehr langsam, kaut sehr gut und isst wirklich nur, wenn man Hunger hat. Diese Kur kann man bis zu 10 Tage durchführen. Ich persönlich empfehle so 5 bis 6 Tage, wobei man ab dem dritten Tag bei starkem Hunger auch 2 bis 3 Eier pro Tag mit einbauen kann. Leicht gesalzen, gut gewürzt ist diese Kur auch wirklich leicht durchzuführen. Für eine genaue Anleitung bitte gern zu mir in die DCM Low Carb Power Gruppe kommen. Link ist in der Filmbeschreibung bzw. im Profil. Dort reistagen wir jetzt gerade gemeinsam. Wer sich jetzt wundert, dass es bei mir Hafer und Reis gibt, wo ich doch als Low-Carb-Tante bekannt bin, nach dem Motto, lass deine Lebensmittel deine Heilmittel sein, setze ich Lebensmittel, auch Getreide, ganz gezielt bei bestimmten Symptomatiken ein. Und da gehört der Hafer wegen seinem Beta-Glucan zur Leber wie der Deckel zum Topf. Das ist so. Oder bei Ödemen der Reis. Oder bei Reizblase die Gerste. Man setzt diese Lebensmittel wie ein Medikament ein.
dann kann man es wieder lassen, wenn man möchte. Low Carb, hin oder her. Und in den verwendeten Mengen, bei automatisch unterkalorischen Tagen, ist es jetzt wirklich kein Problem, ein bisschen an Reis zu essen. Nach diesen Schalt- und Kurtagen geht es dann weiter mit leicht verdaulicher, suppig-saftiger Low-Carb-Ernährung mit vielen frischen Kräutern und Keimlingen. Gerne erzähle ich dann nächste Woche bei den Low-Carb-Goodies-to-go über verschiedene Lebensmittel, die uns beim Ausleiten und Abnehmen zum Stoffwechsel anregen, Fettverbrennen anregen, unterstützen können. Schreibt mir bitte gerne Fragen und Anregungen in die Kommentare, ich gehe gern drauf ein. Danke inzwischen für die Aufmerksamkeit von heute und ich freue mich schon auf ein Wiedersehen, spätestens am nächsten Freitag bei den nächsten Low Carb Goodies to Go. Ich wünsche eine gute Zeit bis dahin und achtet auf eure Gesundheit. Sie ist euer wertvollster Besitz.